Willkommen zurück zum Football Manager 2016. Noch zwei Testspiele bis zum Ligastart. Leverkusen ist der Trainerposten frei geworden, weil Roger Schmidt sich entschlossen hat, Deutschland zu übernehmen, nachdem Claudia Saving da nicht so erfolgreich war. Wir spielen noch gegen die Würzburger Kickers und gegen SBAG FB und dann geht es nach Karlsruhe zum Ligastart. Wie viel davon in dieser Folge noch geschehen wird, werden wir sehen. Alle Spieler, die wir hätten verpflichten können, die ich im Endeffekt an der Angel hatte. Aber das meiste davon ist dann doch schnell nicht realisiert worden. Ja, hier müssen wir mal gucken. Welchen Verein spielst denn du? $425.000. Wäre aber eigentlich auch Blödsinn, einen Panikkauf zu tätigen. Alon Berami. Wenn der Holzer kommt, den würde ich nehmen. Natürlich kommt der nicht. Damals beim HSV, glaube ich, jedes Spiel gelb gesehen hat in der Saison. Das war, glaube ich, in der ersten Relegationssaison gegen Fürth. Der sieht schon wieder viel zu gut aus. Natürlich. Ich suche ja eigentlich nur einen, den ich anstelle von Reda Johnson mitnehmen kann. Dann kann ich mich Reda Johnson abgeben. Denn die eine Saison mit ihm, die hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Im negativen Sinne. Andererseits wäre das natürlich ein ganz schöner Affront gegen meinen neuen Jugendspieler, wenn ich dem jetzt noch einen arrivierten Spieler vor die Nase setze. Ist das Christian Schwegler? Ist nicht der von Frankfurt, ne, ist ein anderer. Den müsste ich erstmal scouten, der ist natürlich sehr langsam. Machen wir mal ab, was da rauskommt. Das ist ein Heiko Westermann, der kennt die Sprache, der kennt das Land. Der ist ein Leader-Typ. Muss aber wahrscheinlich schnell sein. Oje. War's auch schon wieder. Auch mal rausnehmen, Nationalität ist was auch immer. Haben wir noch mehr Leute zur Auswahl. Nico Perry. Warum ist der denn? Der war doch bei der Hertha mal gewesen, oder? Nee. Hab ich da wen anders vor Augen? Besser bist als Reda Johnson, nehme ich auch dich. Heiko Westermann wäre natürlich wirklich eine schöne Sache gewesen. Ist wohl leider zu Ende, weil bis der wieder verhandeln will, hat er wahrscheinlich einen neuen Verein gefunden. Ist einerseits ärgerlich, andererseits nicht zu ändern. Gary Medel. Ich würde mal sagen, unbezahlbar.
Dominik Peitz war nochmal ein Leader von Union Berlin oder Paderborn oder was der war. Ja, Union Berlin, sage ich ja. Oder lange Zeit KSC. Darmstädter Verteidiger Dennis Kempe. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ach, Adam Lallana viel zu teuer. Hanna kommt auch nicht, Brian Ruiz. Will nicht zu mir, aber hat doch sonst keinen Interessenten. Also der macht mir nicht den Eindruck, als hätte das nötig, hier Leute abzulehnen. Aber die werden schon alle wissen, was sie tun. Die habe ich schon mal vorgefühlt und gesagt, Beşiktaş und das wird nicht. Vor allem gucke ich aufs Alter und wähle bei älteren Spielern. Ich will eigentlich eben so einen Tutor haben, der das Team mitleiten kann. Und ich brauche eigentlich noch eine Kapitänsfigur. Und was ich, ja gut, da sollte ich vielleicht nicht bei den Technikern gucken, die im größten Teil vielleicht auch Dieben sind. Ja, kann ich natürlich hier gucken bei Abschluss, aber eigentlich brauche ich keine Top-Stürmer, weil Stürmer. Mangel beherrscht bei mir nicht. Und hier werde ich wohl. Und hier finde ich Wayne Wallace. Bei Antritt finde ich wohl nicht die Spieler, die schon 35 sind, sondern eher die langsam alten. Oder ihn. Glaube ich, gerade wieder Blödsinn erzählt. Ich finde nicht die langsamen Spieler, sondern die langsam alten. Aber ich glaube, ich erzählt, das war schon eher katastrophal. Naja. Wer das jetzt beguckt, weiß ja, dass ich hier mitunter ziemlich viel Blödsinn erzähle. Machen wir es mal weiter. Warnung, hohe CPU-Auslastung. Jetzt wieder weg. Das ist Transfer. Hochphase. Herzlich willkommen im Team. Jetzt wollte ich mir auf dem Zettel hier anlegen, so eine Statistik, wie die Spieler gespielt haben, wie oft sie gespielt haben, aber eigentlich bräuchte ich dann nur die Mannschaftsstatistik gucken. Wäre ja Blödsinn, mir hier was anzulegen, was ich im Endeffekt gar nicht brauche. Deswegen. Salzburg bläst zur Jagd auf Saar. Hat der eine Ausstiegsklausel? Ich hoffe mal nicht. Oh je, 3,5 Milliarden, 3,5 Millionen, dann könnt ihr dann haben. Er wird uns nicht verlassen, außer für 3,5 Millionen. Millionen ist auch für guten Ersatz Geld da. So, Timme wollte ausleihen. Nee, Timme wollte ich aber eigentlich nicht ausleihen. Seid ihr dritte Liga? Nein, na dann nicht. Dann kann, kann ich ja auch einfach meine zweite Mannschaft schicken, wenn mir danach sein sollte. So, wer ist im letzten Jahr? Joao Pedro. Will nicht verlängern. Habe ich dir nicht schon einen neuen Vertrag angeboten? Kannst gern verlängern. Kratz und Johnson, das werden wir uns erstmal überlegen.
Michel nur zu reduzierten Konditionen. Von mir ist halt, wenn wir aufsteigen, kriegst du eine Vertragsverlängerung von einem Jahr. Ich glaube nicht, dass wir aufsteigen werden. Mein Saisonziel ist ja eigentlich Tabellenmittelfeld, das sieht ganz gut aus, so Platz 9 bis 12 sollten wir eigentlich schaffen. So, mal wieder die andere Taktik, die eigentlich so die geplante Starttaktik ist. Leistner will ich nochmal in der Innenverteidigung sehen. Dann mit Carsten Kirchner und er braucht noch viel Spielpraxis. Robert Juhl, ja, dann spielst du dahinter. Michel braucht Spielpraxis. Spielst du auf links? Jens Krah geht ins Tor. Stankovic. Sechs würde ich gerne den Herrn Bitroff sehen wollen. Hier Benatelli. Wir mal anfangen. Wir können ja jederzeit durchtauschen gegen Würzburg. Das ist ja nicht das Problem. Habe ich eigentlich den Endkader, eventuell außer abgesehen von denen, die ich gleich noch scoute. Also Torhüterposition bleiben natürlich. Gral und Bastianoni, die beiden, mit denen ich schon vor 2 Jahren gespielt habe. Vor waren es ja Lück und Rennung. Letztes Jahr war irgendwie Barbudic noch mit drin als Ersatzkeeper. Bei mir ist jetzt ganz klar, Gral ist die Nummer 1 und Mastiadoni ist die Nummer 2. Damit muss er auch klarkommen. Ansonsten wird er nicht viel Freude haben. Der war doch, glaube ich, letztes Jahr lange verletzt gewesen. Deswegen hat er nicht so viele Spiele gemacht. 23 Einsätze, bei mir 29. Deswegen hat er letztes Jahr auch 10 Mal gespielt. Zeigt mir, was ihr könnt. Schade, aber gut gespielt. In der Liga sollte der dann rein. Geht auf jeden Fall schon mal aufs richtige Tor. Was? Tor?
Läuft ganz entspannt hier. Geben die Chancen halt auch sehr, sehr großzügig. Oh, Jule. Die erste Halbzeit sind wir drückend überlegen und führen demzufolge auch hochverdient. Vielleicht sogar ein Tor zu wenig. Wenn wir gar keine Wechsel vornehmen, die spielen sich gerade gut ein, das gefällt mir. Würzburg sind dritte Liga immer noch. Also sie sind vierte Liga abgestiegen, aber dann sollte der Klassenunterschied so deutlich sein, dann ist das noch nicht so überragend. Nehme ich doch mal einen Wechsel vor, Moment. Owusu wollte ich eigentlich schon noch mal sehen. Ich wechsle zur 60. deutlicher aus. Jetzt sind da doch einige ziemlich platt, mal wie die Owusu. Johnson, Saar, Timme. Kratz, Zimmermann. Suto, Ben Hatira, Friedrich. Jetzt spielt Kral durch heute mal. Max Jansen kommt für Benatelli. Und weiter geht's. Tore in der zweiten Halbzeit, da spielen wir uns relativ wenig heraus, das muss man mal so sagen. Vielleicht kommt er jetzt noch, jetzt gibt es vielleicht einen Ausgleich, das wäre doof. Ich gucke so gar nicht richtig hin, ich spiele. Oh, Johnson. Wir schenken dem Gegner den Ausgleich, perfekt. Grätsch wieder ins Leere. Was krieg ich denn hier? So. War ziemlich dumm gerade. Ich schicke dem Gegner mit der ersten Chance den Ausgleich. Zum Glück ist nur ein Testspiel. Es wird wohl auch nicht mehr besser. Die erste Halbzeit haben wir halt verpasst, noch ein zweites oder drittes Tor zu schießen und jetzt haben wir ziemlich geschlafen. Oh, das war nicht so gut heute. Gibt es auch berechtigt Kritik.
nebenbei eine SMS geschrieben, deswegen war das gerade wahrscheinlich ein bisschen wenig Kommentar von mir. So, meine zweite Mannschaft hat grandios gewonnen. Der ist eigentlich auch nicht schlecht, aber wenn er in der vierten Liga spielt, dann wird er wohl kein würdiger Spieler für mich sein. Eins zu eins. Aber wir haben noch ein Testspiel. So, Robert Jewell wollt ihr haben. Da sage ich jetzt mal nein. Auch wenn er rumjammert, dass er eventuell gehen will, bin ich so dreist und sage einfach mal nein. Wenn er Teddy gibt es genauso wenig. Robert Jewell gibt es auch nicht. Gibt genug, was dafür spricht, dass wir unsere besten Spieler hier halten können, egal was die anderen sagen. I don't care what they think. Gibt es ein paar Spieler auf der Transferliste irgendwo in der Liga, die uns helfen könnten? Wir haben tatsächlich Mark Uth. Dennis Naki, na der wird bestimmt. Ne, der ist nie gut genug für uns. Das war, glaube ich, schwieriger Charakter. Die sind leider viel zu teuer. Da wird niemand kommen wollen, weil wir halt direkte Konkurrenten sind und Erzrivalen. Das ist eigentlich viel besser, der Colin Farner. Derzeit bombt er mit Union die Liga kaputt. Und aber hier wird er irgendwie nicht so sehr gefeiert. Super, Nils. Das wäre natürlich auch nochmal eine Top-Rückholaktion. Freiburger, die haben auch ein Talent. Potenzial. Hier werden Spieler wie aus der Maschine gepresst und es sind alles Talente. Das ist schon verrückt. Bundesligisten vielleicht noch ein paar Spieler, die sie nicht mehr wollen. Ich sage, die würde ich nehmen. Wenn er sich's vorstellen kann, so einen schönen neuen Star nochmal in der Offensive, dann kriege ich Kevin Kratz nämlich dann doch noch weg. So, einfach nur der Vertrag nicht verlängert. Ich dachte, den kriege ich jetzt schon. Aber der verdient doch zu viel. Sein. Genau wie Jeremy Tolian. Und bei Wolfsburg wohl gefühlt jeder Spieler. Weil ich nicht weiß, ob die unbedingt in die zweite Liga wechseln wollen, nur weil sie bei Bundesligisten unzufrieden sind. Mit dir aus. Vielleicht hast du Interesse, den Verein, die Liga zu wechseln und zu einem vielversprechenden Zweitligisten zu kommen. Naja, der wird wohl nicht kommen. Wollen wir gar nicht probieren.
Außerdem, was soll der an Ablöse kosten, wenn er 5,75 Millionen wert ist? Marco Stiepermann. Mittlerweile auch stark eingebüßt an Potenzial. Oh, hier Ronny, das wird Nastro gefallen. Verliehen zu INT. Also irgendwo hin. Wenn niemand erkennt, wie schlecht er ist. So. Lasse Jürgensen, das ist auch ein cooler Name. Ingolstadt irgendwer unzufrieden. Justin Eilers. Ja, der wollte ja damals lieber zu Ingolstadt anstatt zu mir. Jetzt will ich nicht mehr. Genug Zeit verplempert, mal ein bisschen weiter. Oh, das war schlecht. Ist Jules sauer. Stehender Vertrag ist bis 2020. Freikaufklausel wird es keine geben. Das können wir machen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn die Freikaufklausel 1 Million ist und die bieten mir 600.000 direkt und 400.000 über Raten oder so oder irgendwelche Klauseln. Ob das dann auch die Freikaufklausel auslöst oder ob das wirklich die 1 Million in Waren sofort sein muss. Ich hoffe ja, das Letzteres. Ansonsten kann man ja so viele Beträge über die Zukunft strecken, dann kommt man ja gar nicht mehr dazu. Jetzt irgendwas an feste Ablöse aufzuschreiben. Wäre nochmal ein potenziell neuer Superspieler. 20 Jahre alt. So kommen wir zu keiner Einigung. Laszlo Klein-Heißler, der wäre sogar zu haben. Krieg ich den hier hin? Das kommt weg. Das war Gehaltsforderung bei Laszlo Klein-Heißler 170 bis 373.000. Wie viele Leute sind noch an ihm dran? Eventuell Düsseldorf. Auch nur eventuell. Was uns versaut. Na gut, war eh nur eine Spielerei. Wäre natürlich nochmal ein Superman gewesen. Ich meine, wir können es auch mal bei Heiko Westermann versuchen. Ich finde, ich gucke auf Alter. Irgendwo muss ja 34 kommen, dann müsste er erscheinen. Schon fast zu tief wahrscheinlich. Oder er hat mittlerweile einen anderen Verein gefunden und ist gar nicht mehr ablösefrei. Kann ich natürlich auch lange suchen. Nicht Verein. Name enthält Westermann. Ihn.
ich ihn nicht eh scouten, ist in Arbeit. So, Klein Heißler wäre wieder so ein Spieler, den brauche ich eigentlich gar nicht, aber als Bonus nimmt man ihn natürlich gerne mit. Wie Westermann, dann könnte ich dann Kratz und Johnson aussortieren. Plundke wird wahrscheinlich eh wieder in die zweite Mannschaft zurückwechseln. Obwohl Plundke war schon so oft abgeschrieben und er kam immer wieder. Nochmal einen Innenverteidiger, den wir uns eventuell holen könnten. Welchen Rahmen? 350 bis 738.000. Jetzt einfach mal 425.000 und sonst war's das. Gehaltserhöhung erst nach 30 Spielen. Von mir aus halt eine Auskaufklausel für 2,9 Millionen. Da ist der Heiko Westermann schon mal raus. Gucken, ob wir für Johnson vielleicht noch einen neuen Mann, einen neuen Abnehmer finden. Oh, ich wollte gerade sagen, Dejan Stojanovic. Ich wollte gerade sagen, Dejan Stankovic wird hier wohl mit niemand verhandeln. Nicht solange ich da meine Finger im Spiel habe. In der nächsten Folge wird dann wahrscheinlich das Transfergebaren vorbei sein. Dann kümmern wir uns voll um die Liga. In der Folge wird wahrscheinlich noch kein Ligaspiel aktiv werden. Das ist erstmal letztes Testspiel. Zwei Spiele, zwei Unentschieden. Haben wir nicht letztes Mal 4:1 gewonnen? Boah, war es ein Testspiel gewesen. Ach, war ein Testspiel. Ja, komm, Johnson bleibt erstmal Kapitän. Bei Klein Heißler werde ich es eigentlich nochmal probieren. Warten. Oder geht vielleicht noch was? Bei ihm würde ich gerne von der Gehaltsliste da bekommen. Die natürlich unbedingt den Benatelli wollen, können sie auch gern ihn nehmen. So. Okay, da Johnson unzufrieden. Ich bin leider nicht sehr, kein großartiges Taktgefühl. Ich habe mal mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht mehr verlängert wird. Zum Beispiel geht er halt ein Jahr in die zweite Mannschaft. Hat auch Uwe Mörle schon nicht geschadet. Übrigens in der zweiten Mannschaft immer noch als Überbleibsel von früher spielt der Christopher Schorch. Der hat ja auch eine Zeit lang in der ersten Mannschaft beim Aufstieg mitgespielt. Wurde dann abgeschoben. Der hat auch noch Vertrag, den habe ich ja damals sinnloserweise verlängert. Bleiben wir es mal in der Taktik. Heute mit ungefähr Startelf-Potenzial. Marjan Saar, Stankovic und Steffen Friedrich. Dein starker Fuß rechts, deiner war auch rechts. Deiner war beide Füße. Auf
fünfter, sechs. Wenn ich damit Bitroff anfange, ja, eigentlich Sarko, aber der ist ja verletzt. Bitroff oder lieber Zimmermann? Das ist mal Zimmermann. Links Enis Benhatira. Rechts Fabio Kaufmann. Also wenn wir zu Hause spielen, dann vielleicht ein bisschen offensiver mit Benhatira rechts und Michel links. Dicky kann ja bleiben und Benatelli. Oder lieber Max Jansen. Dann lieber erstmal Max Jansen. Schul hinter Mavi Didi. Gucken, wie die harmonieren. Die Schul hinter Obosu. Die ist nicht ganz so fit, dann kommt nur deswegen jetzt auch Benatelli rein. So, klein Heißlaventer noch und der neue Uruguayer. Dafür versuche ich Johnson und ich kann eigentlich auch Kirchner zurückschicken in die zweite Mannschaft und Plundke, ja, Plundke ist eigentlich auch raus, dann passt es auch mit Johnson und dem Neuen. Dann schicke ich Timmel in die zweite Mannschaft zurück. Also wie es halt immer ist, ich versuche die vielversprechenden Talente hochzuziehen und nehme sie dann doch in die zweite Mannschaft zurück. Doch, das passt hier auf meinem Zettel, Timmel. Könnte ich eventuell Klein Heißler mit in die Mannschaft holen, wenn er noch kommen will. Aber mal sehen, wie wir das regeln. Dann Heißler dauert ja noch ein bisschen. Versuchen wir nach dem Spiel nochmal. Westermann dann jetzt natürlich nicht mehr. In der nächsten Folge geht dann die Liga los. Das ist jetzt das letzte Testspiel. Ich möchte hier nochmal was sehen. Gegner spielt, glaube ich, Esbjerg klingt eher nach Dänemark. Alka Superliga, das ist Dänemark. Auch die erste dänische Liga bei Kopenhagen. Titelverteidiger wird nicht in der zweiten Liga spielen, wenn die auch in der Champions League spielen. Ich habe vor, in der Halbzeit die Taktik zu wechseln, um zu gucken, wie das Team damit klarkommt, wenn ich mal die Taktik komplett umstelle. Bei Manchester City hat das gut funktioniert. Meistens halt nur vom Dreierketten auf das Viererkettensystem. Andersrum waren die Auswirkungen weniger da. Aber ich habe es auch nicht so häufig gemacht. Weil Manchester City und ich nicht so häufig die Taktik wechseln musste. Meistens ja nur, wenn es schlecht lief. Und meistens lief es ja gut. Schön gespielt, schön abgeschlossen von Fabio Kaufmann. Dass der Tore schießen kann, wundert mich gerade ein bisschen, aber ist natürlich nicht negativ. Und sein zweites Tor in der Vorbereitung in den vier Spielen, die ich jetzt da bin. Schlecht ausgesehen haben wir nur gegen den letzten Gegner, gegen Würzburg, die letzten paar Minuten. Gegen Magdeburg kurz nach der Halbzeit, gegen Florenz die letzten paar Minuten. Also es gab eigentlich, die meisten Spiele waren wir meistens gut. 2-0. Wird nicht angegriffen worden. Einen Mitkonkurrenten mit Magdeburg gewählt, ein Top-Team mit Florenz, einen mit Würzburg, wo ich sage, da müssen wir gewinnen, also ein schwächeres Team und jetzt hier nochmal einen, im Endeffekt eine Wundertüte, weil man sie kaum einschätzen kann, den dänischen Erstligisten, wie die einzuschätzen sind im Vergleich zum deutschen Zweitligisten. Ich war alles dabei bei den vier Spielen, die ich jetzt begleitet habe. Davor, das waren ja zwei leichte Gegner, Regensburg, zweite Mannschaft, sehr lächerlich. Kein Foul und schöner Ball.
isoliert sich aber selbst. Ja, dann schießt er meilenweit vorbei. Bist du nur Linksfuß oder Rechtsfuß? Nur Linksfuß, okay. Ich wollte sagen, wieso legst du dir den nicht auf den Rechten? Wäre doch der Winkel nicht ganz so spitz gewesen. Einerseits bitter, dass ich mir jetzt meine beiden Jugendspieler wie Timme und Kirchner wieder in die zweite Mannschaft schicken muss. Andererseits, ja, es ist vom Kader nicht anders zu machen, wo ich sie gerne eingebunden hätte. In der Rückrunde wird sich da bestimmt für bestimmt Zeit finden. Oder die sind ja noch jung, die haben ja noch alle Zeit der Welt. Was passiert hier? Jetzt munter durcheinander und damit der Schuss geblockt. Sehr stabil bisher. Gleich wechseln wir auf das andere System. Das in Magdeburg offensiv noch besser war, defensiv aber nicht so stabil. Gucken, wie viel Wechsel ich dafür vornehmen muss. Gar nicht so viel. Würde sogar gänzlich ohne gehen. Ich will Willi Konja noch mal sehen. Eigentlich auch Sven Michel. Soll noch nochmal Außenverteidiger spielen. Das hat die Rolle nicht ganz verlernt. Mit der Hacke hier. Nochmal die Hacke. Benatelli scheitert und Benhatira scheitert auch im Arsch. War nicht so gut. War ja eigentlich immer auf links eingesetzt, vielleicht sollte er die Seiten tauschen. Benatira macht das dritte. Das sah schon eher nach dem bekannten Muster aus. Dann die Virenscan angegangen. Wieder da stehen hohe CPU-Auslastung. Den wechseln wir denn jetzt aus? So, was wie ich hier hin und her klicke. So. Bringen wir Bastianoni noch mal ein bisschen zum Einsatz. Die Konja geht mal hier rüber. Mavididi darf noch ein bisschen spielen. Soto darf noch ein bisschen Außenverteidiger machen. Oh je. Ein langer Ball über die Abwehr. Nicht gut abgesichert und schon läuft das nicht so gut.
ich nicht sagen, sondern zeigt, sondern Konzentration, zeigt etwas Leidenschaft, wäre bis hier beim Stand von 3-1 ein bisschen übertrieben. Man merkt, mit der Taktik ist es sehr auffällig, der Gegner bekommt nicht so viele Chancen, aber wenn, dann sind es meistens Hochkaräter, weil halt die Abwehr schlecht steht. Dieses Problem bekomme ich irgendwie nicht gelöst, da mangelt es mir dann doch an dem taktischen Verständnis oder an den taktischen Fähigkeiten, das im Spiel umzusetzen. Das muss ich mir ankreiden lassen, aber das ist mir egal. Sage ich jetzt, in den Testspielen in der Liga werde ich mich da tierisch drüber aufregen. Ich denke mal, ihr merkt schon ein Muster der etwas veränderten Taktik. Es läuft nicht mehr alles über die Außenverteidiger, sondern es läuft mehr über die Außenstürmer. Jetzt läuft wieder, das ist das alte Muster. Das klappt auch immer noch, aber leider abseits. Doch kein Abseits. Ich achte auf den Außenverteidiger, aber die stehen jetzt allgemein ein bisschen tiefer. Und nicht unbedingt extrem hoch. Perfekt gespielt dann. Die Außenstürmer müssen jetzt auch ein bisschen mehr arbeiten. Ein bisschen mitmachen. Dann kommt, dafür kommt die falsche 9 in die Abschlussposition, wo vorher der eine Innenstürmer war. Und der andere Außenstürmer direkt auf die Position der falschen 9. Dafür fehlt dann halt der Abstauber, aber der war meistens eh nicht so nötig. Der erste Halbzeit war stabil. Die zweite Halbzeit viel mehr Torschancen vorne, aber hinten auch. Richtig instabil mitunter. Oh je. Vor allen Dingen für lange Bälle. Also 2-1 gegen Florenz, 3-0 in Magdeburg, 1-1 in Würzburg und heute nochmal offensive Power. Ja, 1, denke ich mal, von den Chancen sind ja vielleicht ein Tor zu hoch, aber allgemein schon in der Höhe verdient. Wird wohl auch so bleiben. Teddy versucht nochmal eine Schwalbe, so können wir schon mal auch erweitert für das nächste Ligaspiel, für das erste Ligaspiel stellen. Es geht irgendwie gerade ganz durcheinander, was die Position betrifft, aber schon vorbei. Das war gut. Ich hoffe, das sieht nächste Woche auch so ähnlich aus. Vier Testspiele unter meiner Regie, 3 sehr gut, 1 okay. Für wie viel hätten sie denn Verlauer abgegeben? Nicht, dass ich den brauche, aber wie weit bin ich denn drunter? Ach so, Leihverträge, na gut. Ihn hatte ich irgendwie auch auf dem Zettel, habe ihn irgendwie ganz vergessen. Oder ist nur von unterm Radar durchgetaucht, ich weiß es gar nicht mehr. Bleibst du erstmal hier. Wenn dein Vertrag nicht verlängert wird, wirst du dir selber denken können. Wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Anstelle von ihm hier. Ich kann die ja mal vergleichen. Aber der ist natürlich jünger. Aber auch an manchen Stellen eine ziemliche Wundertüte, weil die ganzen guten Werte können natürlich auch ins Negative ausschlagen. So, die werden wahrscheinlich eher in mein. Was ist die normale Innenverteidigerposition? Innenverteidiger, oder? Einfach Innenverteidiger mit Verteidigen. Da weiß ich bei Peitz halt, was ich habe. Muss halt bei Peitz mal gucken, wie viel
Vereine da schon dran sind. Wenn ich mich jetzt als 10. Verein mit dranhänge, wird es eher unwahrscheinlich. So, ehrliche Gehaltssteigerung 5%. Hänge ich mich doch, dann nehme ich doch eher Dominik Peitz, den Spieler, der auch die Sprache nicht mehr lernen muss und die Liga schon kennt, als ihn. Bevor ich es beim nächsten Mal vergesse, mache ich noch mein Angebot für Klein Heißler. Beim nächsten Mal werden wir dann gucken, ob wir die Kaderplanung endgültig abschließen. Und achso, wir machen gerne weiter. Ich muss die Jugendspieler noch in die zweite Mannschaft schicken, sonst vergesse ich das. Und danach ist dann Schluss. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, ob wir Klein Heißler noch bekommen. Also müssten wir eigentlich, darf nur nicht so knauserig sein. Oder ob halt der Zug schon abgefahren ist, weil andere Vereine ihn sich zuerst holen. Dann holen wir uns vielleicht noch Dominik Peitz und dann kriegen wir vielleicht noch einen meiner Spieler los, wie Kratz oder Johnson, aber wenn ich nicht dran glaube. Zur Not bleiben die halt noch ein Jahr da und dann läuft der Vertrag aus, dann sind sie auf jeden Fall weg. Und ja, dann geht die Liga los. Ja, dann geht es darum, dann geht es ums Eingemachte. Und nicht nur um Transfers und Spielereien, wie man spielen könnte, wenn man wollte und so, sondern dann geht es richtig ab. Also, Carsten Kirchner, zweite Mannschaft, nicht in die U19, sondern in die zweite Mannschaft, das ist wichtiger. Wo ist der andere? Viktor Timmer. So, jetzt haben wir hier 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 Mann, zwei Langzeitverletzte. Hier Johnson und Plumpke noch mit hinschreiben. Sieht das nämlich ganz gut aus. Dann haben wir 6 Innenverteidiger, jede Position doppelt bis dreifach besetzt. Haben wir jetzt gerade tatsächlich. Und hier aber noch Peitz dazu. Also nochmal 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23. Langzeitverletzt. Eventuell verlässt uns noch Johnson, verlässt uns noch Kratz. Dafür kommen eventuell 2 neue. Wenn wir die nicht wegbekommen, sind wir halt bei 24. So, die kann ich auch wegstreichen. Kratz schreibe ich erstmal ins zentrale Mittelfeld mit dazu. Hier 8, 12, 15, 17, 23 Namen, das passt. Mit Peitz wären wir bei 24. Klein Heißler eventuell 25. Sieht ganz gut aus. Lacor muss ich ja abziehen, dann haben wir genau die Kadergröße, wie ich sie mir wünsche. Gut, das war's. Beim nächsten Mal Ligastart und Kaderplanung abschließen. Bis dahin.